Das wäre alles nein, leichter gewesen, wenn man vor ein paar Jahren auf die Idee gekommen wäre, mit YouTube zu beginnen. ja, nee, ich glaube. Meinst du Ich würde nicht? noch nicht mal automatisch sagen, dass nur wenn du jetzt 2 Jahre früher dann angefangen hättest, dass du Nee, dann ich glaube da, automatisch. ich glaube nicht, ich glaube, da rede ich nicht von 2 Jahren, ich glaube, da rede ich von knapp, keine Ahnung, fast 10 Jahre wahrscheinlich. Ja. Ja, nur im Nachhinein bist du immer schlauer, aber es ist jetzt nicht Ja. gesagt, dass wenn du jetzt damals angefangen hättest, dass du jetzt auch tatsächlich irgendwie dein Gronkh-Niveau hättest oder so. Nee, Gronkh ist da schon irgendwie eine Nummer für sich. Also dem fällt auch so viel Scheißdreck ein. Ich weiß nicht, wo sich der das aus der Nase zieht, aber das ist ja teilweise eine Katastrophe, wie der auf Ja, solch. deswegen, das sind halt Leute, die sind gemacht für sowas, für so ein Format. Die sind einfach geborene Entertainer. Ja, genau. Die können das einfach. Die können sich halt, weißt du, drückst so ein Mikro in die Hand, lässt, du drehst eine halbe Stunde mit der Kamera und du hast halt eine super unterhaltsame Folge. Und das können halt auch nicht viele. Leider. Wobei die Kehrseite ist, wenn du groß genug bist, glaube ich, gibt es so viele Leute, die dich Fame finden, dass du es. Ich glaube, du kannst ab einem gewissen Punkt nur mehr wachsen. Ich glaube, Ja, irgendwann hast selbst. du alle Zuschauer in Deutschland, die aktiv YouTube gucken, hast du irgendwann mal abgegrast. Nein, es kommen immer wieder Deswegen. neue dazu. Mal sicher brechen immer wieder welche weg, aber es kommen immer wieder. Das stirbt ja nicht aus. Die Gamer sterben ja nicht aus. Ganz im Gegenteil, die werden ja mehr. Naja. Gerade Ja, jetzt aber so. trotzdem hast du ja dann irgendwann so eine Masse erreicht, wo dich so jeder in der Szene Mal, kennt ja. und du die größten Teil der Abos hast, ja, das heißt, irgendwann kannst du nicht mehr wirklich wachsen. Da kriegst du natürlich, dann steht im Plus halt immer seine 100 Leute da und dann ist gut. Ja. Aber irgendwann ist ja auch mal genug. Ja, das stimmt. Nee, es ist. Ja, aber wie gesagt, ich bräuchte gar keine. Verdammt, jetzt baue ich das hier zu und muss noch eins weiter runter. Fuck. Irgendwann. Schon vor dem. Ja, vor welchem Horde-Projekt? Das Horde-Projekt, das jetzt gelaufen ist? Oder das Horde-Projekt, was vor 3 Jahren gelaufen ist? Oder Sei vor doch froh, zwei? dass er dich schon guckt. Mensch, Nee, jetzt nee. verschreck ihn doch Ich nicht. verschrecke ihn nicht. Ich will sie nur ausloten von. Seit vor dem Horde-Projekt hat er geschrieben. Ne? Wir haben es ja. Das jetzt ist ja ein Horde-Projekt Ja, wen Release. interessiert über World of Warcraft so ein Nischentitel, ey, das ist doch. Will ich auch teilweise noch gerne. Nur es ist das Problem bei WoW ist, wenn du nicht tonnenweise an Zeit da reinscheißt, dann wirst du nicht mehr richtig gut werden, weil du Ja. einfach. Und das ist. Und Geld wollen. Ja, das mit dem Geld, das ist mir schon wieder scheißegal, weil in Wirklichkeit das Abo kostet dich 15 € im Monat. Wenn du Ja, die, das ist die. ganz schön teuer. Ja, schon, geh einen Abend raus und trink ein paar Bier oder ein paar Cola oder kommt aufs Mach ich Alter nicht. drauf an, dann kommst du mit 15 € nicht weit. Kommt doch mal, wo du hin bist. Ja, wenn du zur Tafel gehst oder so, ist natürlich was Ja, anderes, da aber. kannst du hinterher geschmissen Aber. Wie gesagt, wenn man einen Abend wirklich exzessiv WoW spielen würde im Monat, dann finde ich, haben sich die 15 € schon gelohnt eigentlich. Ja, aber ich meine also aus dem Gesichtspunkt, dass viele ja, Schüler, Studenten das spielen und für die ist das ja schon eine Ecke Geld, 50 Naja, Euro im das Monat für was ist auszugeben. klar, das ist klar. Wenn Ja. man dann da so gegenüberstellt, Minecraft, du hast einmal 15, 20 Euro gezahlt und das hast du dann für ewig das Spiel. Es ist bei vielen Spielen so. Es gibt ja auch genügend Konkurrenzspiele, sag ich, oder was heißt Konkurrenz? Was vor 3 Jahren? Das finde ich cool. 3 Jahre schon ein Zuschauer, der mich jetzt noch immer guckt, ohne das. Oh, Oder schon wieder? kurz habe ich den Faden verloren. Wofür haben wir gerade gesprochen? Über dein Genitalherpes. Mein Genitalherpes, ja, es Den bist du juckt. immer noch nicht losgeworden, oder? Nee. Nee. Hast du nicht erfolgreich im Urlaub abgeben können an jemand Nee, nee, ich habe zwar viele infiziert, so The anderen? Walking Dead mäßig, aber das so einmal in die Menge gewickelt, was? Nee, lass mal das jetzt in den Pool rein. Ach Gott, ja, Ach, dann ach. warst du doch letztens in den YouTube-Trends mit dem Video da. Okay. Was, YouTube-Trends-Video?
Ja, das würde natürlich schon ziehen, wenn man so, ich sag jetzt mal, anrüchige Videos machen würde, nur da wirst du halt sofort. Ach stimmt ja, die Gurke ist im Urlaub nochmal. Schon Der wieder? sagt ja. Wo ist er? Ach ja, der ist ja, Der ist der macht sich gerade Teneriffa, auf den oder? Kanaren bequem. Gran Canaria. Gran Canaria, genau, das hat er sogar gesagt. Ja, das, wo er es mir geschrieben hat, ist mir auch wieder eingefallen. Also mit seiner Freundin unterwegs. In einem eigenen Ferienwohnung. Das ist wahrscheinlich irgendwie so. Wie heißen die Wohnungen, wo du da so auf eine Kaffeefahrt fährst und dann die Wohnungen kaufen sollst? Was? Na, da gibt es so Maklerurlaube oder keine Ahnung, wie die genau heißen, wo du eben Ja, wo du ein dort. Haushitter spielst, oder was? Nee. Wo du dort eingeladen wirst, dort Urlaub zu machen, um Spottgeld, um 200-300 €. Und dann wirst du da von den Maklern in einem Bunker zum nächsten geschleppt und sollst dort dann natürlich eine Wohnung kaufen. Das noch nie was davon gehört? Nö. Timesharing? Ne, wie heißt das? Ach Gott, ich habe keine Ahnung. Pappe! Nein! Mann! Müssen wir meinen Pappe! Schnappsack hier ausgraben? Ja, der muss hier im Inventar sein. Ja, aber ich muss ihn immer wieder aus in die Hotleiste packen und dann Lass Rescue ihn halt drücken. drin, du hast eh so viele. Dankeschön. Ja, Ach ja. so Noch ist die es. Kanaren wollte ich auch mal. Ich weiß nicht, es ist zu windig. Ja, ich hab, ich will, also wenn ich in Urlaub fahre, ich bin nicht so der klassische Tourist. Ne, echt? Weil wenn, ich will unbedingt nach La Gomera. La Gomera? Das ist eine Insel von den Kanaren. Okay. Und da gibt's zum Beispiel, Kokoplantagen. keine Ahnung. Aber da gibt's noch den weltweit größten Lorbeerwald oder einer der letzten großen Lorbeerwälder auf der Welt. Okay. Und ich gehe halt gerne wandern und so. Und das ist halt ein Traum in diese Insel für Wanderleute. Okay. Und wie gesagt, diesen Lorbeerwald, das würde mich halt richtig hart interessieren. Weil das ist halt, Lorbeerwälder sind halt, so soll es halt früher so in Urzeiten so ein bisschen ausgesehen haben. Okay. Das ist halt noch so richtig dschungelmäßig, keine Ahnung. Also ich glaube, ich bin das so mehr oder weniger der 0815-Touri, der am Pool Malle sich an den liegt. Strand hockt und Nee, einmal nee, säuft, oder was? Malle finde ich grottig. Also Malle, glaube ich, werde ich. Boah, wir haben es zwar geguckt dieses Jahr, eben weil meine Kleine noch nicht mal 2 Jahre alt ist. Oder Kannst du auch schon aus dem Eimer trinken? gerade mal 2. Ja, schon. Aber. Strohhalm geht doch. Nee, das Problem ist einfach, das mit den Stränden dort, das. Nee. Deswegen, ich hasse Menschen auf Läufe und Ja. deswegen bin ich immer froh, wenn es dann sowas gibt wie La Gomera, was abgelegen ist, was nicht viele kennen. Und dann Ja, hat man da seine Ruhe im ja, Urlaub. ja. Da musst du, was ich gemacht habe mit meiner Frau, bevor wir das Kind bekommen haben, in Kroatien kannst du dir Robinson-Häuser mieten. Die Häuser sind zwar etwas schäbig, würde ich jetzt mal sagen. Naja, das Problem ist, du hast dort meistens nur fließend Kaltwasser. Das heißt, wenn du dich abends warm duschen willst, dann musst du so einen schwarzen Beutel auf die Terrasse hängen, wo dann das Wasser mit der Sonne aufgeheizt wird. Du hast zwar schon Strom, aber das ist nur unter Anführungsstrichen eine Ja, ich habe schon ein paar LKW-Batterie. Urlaube in der Tschechei durch. Ich glaube gar nicht, was da alles so abgeht. Aber es ist einfach traumhaft. Die Häuser sind so geil. Du bist in so abgelegene Buchten, wo wirklich kein Schwein ist. Da kannst du abends sogar an Ja dem gut, Strand. Kroatien mittlerweile ist ja auch schon wieder wohl eher. Nee, ich fahr in Kroatien zum Beispiel nur auf die Inseln raus, weil da haben schon viele Leute wieder die Hemmschwelle, dass sie mit der Fähre fahren müssen. Achso, Das okay. heißt, alles, was abseits vom Festland ist, ist gar nicht so schlimm. Und da gibt Jetzt hast du es im Internet erzählt. Toll, jetzt machen es es. alle. Ja, ich Machen habe die. 362 Abonnenten. Das heißt, Ja. wenn da jede Familie Die sind dann ein. nächsten Sommer da und warten auf uns. Das wäre. Naja, gut, ich bin ja dann. Nee, das kann ich jetzt nicht sagen. Meistens auf Campingplätzen unterwegs, wo die Bekleidungsvorschriften sehr locker sind, sagen wir mal so. FKK. Ja! Ja, lass ihn baumeln.
Es ist einfach das Schönste. Du hast so wenig Schmutzwäsche, wenn du nach Hause kommst. Das ist so genial. Da ernsthaft jetzt. Dann hast du nur den Sand, den du aus der Ritze pulen musst. Ja, so gut. Nee, Kroatien gibt es ja fast keine Sandstrände. Ah, stimmt, das sind ist die alles, Steinstrände. Genau, es ist Stein und Kies. Finde ich persönlich vom Strand ja auch wesentlich schöner, wenn ich ehrlich bin. Mhm. So, wollen wir jetzt hier noch weiter terraformen? Halten wir das noch durch? Nee, ist so langweilig. Wieder Bienen, Bienen, Bienen. Ah ja, bei den Bienen könnte ich mal hochgucken. Ist da. Da ist sicher die eine jetzt durchgelaufen. Da unten wird übrigens ein Lager gebaut, da weiß ich aber noch nicht, ob ich das überhaupt fortführe, weil ich wollte eigentlich gar nichts unterirdisch machen. Kann dir Refined Storage sehr empfehlen. Eins. So, wir haben hier eine Cultivated, eine Common Princess und eine Cultivated Drohne, ach Gott. Und eine ja, dann packst du die wieder zusammen. Und eine Cultivated Drohne und eine Common Princess. Na schön. Ja, zusammenpacken wir. Common Cultivated. Ja, ja. Läuft schon. Läuft schon. Das ist alles nicht mehr. Kann ich da reinklatschen? Klatschen wir nochmal hier rein. Wieso habe ich hier Rotten Flash und Zombie Herz in meinem Hopper? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Weiß nicht, wer die das da vorhin reingelegt haben könnte, als er dich besuchen war. Ah, Purple. Was? Ich? Nein. Purple. Nein. Ich glaube, ich hab gesagt, ich weiß nicht, wer das macht. Ja, ja. Ja, ja. Ich glaube, hier wären wir noch... Ach Gott. Hier, glaube ich, kamen wir uns noch mal so gerade rüber. Alles, was in die Quere kommt, kommt da weg. Sand. Viel Sand. Was jetzt im Livestream soll ich auf deinen Kanal gehen und gucken wie in dem Intro? Ich habe jetzt leider keine Einstellungen, damit ich kann. Wie schnell ist das eingestellt, dass man einen Browser streamt? Du musst es ja nicht streamen, du musst es ja nur selber angucken. Ja, aber im Livestream. Sag mal, was ist der ganze Intro, Sand hier? Der Intro sind 10, 20 Sekunden. Ja. Jetzt kannst du deinem lieben Zuschauer, der dich seit 3 Jahren beobachtet, ja, kannst du mir mal einen Gefallen tun, Eddie. Das ist eigentlich ein Argument, Purple. Purple, der Weiße. Und wenn dir die Intros nicht gefallen, musst du jetzt nach einer charmanten Art suchen, ihn dann zu vertrösten, dass du es nicht nehmen möchtest. Ich. Warte mal, ich muss hier mal kurz. Hab hier echt Probleme gerade. Ach, Scheiße, das Ding hier geht hier ewig rum. Das war wohl ein Griff ins Klo. Ja, ich guck gleich. Ich guck gleich. Die 20 Sekunden, die werde ich opfern im Stream. In der Zeit würde ich dann Purple was vorsingen, hat er gesagt. Alle Vögel. Moment, ich bin noch nicht so weit. Warte, Bremse. Alle Vögel. Ich einsingen. Was? Tiere hilieren, habe ich nicht so gedacht. Sandmann. Es ist. Gut, dann gucken wir da mal kurz rein. Browser. Wir sehen YouTube. Erst den Abendgruß, ehe jedes Kind ins Bettchen muss. Du hast bestimmt noch Zeit. Der fällt mir nicht ein. Palo LP ist eh doch hoffentlich dein Kanal. Ah ja, Intro von mir, neues Intro. Ja, Moment, ist das nicht auch so? Doch. Hab ich das jetzt auch noch mal drin? Ist das nicht auch so ein Intro, dass man sich irgendwie um ein paar Cent machen lassen, so im Internet kaufen kann? Ich weiß nicht, ob das direkt.
Muss ich mir das etwa auch angucken, oder was? Nö, nö, muss nicht sein. Okay, Gott sei Dank. Was soll ich Livestream? Okay, das sind praktisch nur die zwei da oben. Ja, aber das ist mir irgendwie. Wie soll ich das sagen? Sind die mit Blender von dir selbst gemacht oder sind die eben. Die sehen für mich so. Das ist für mich. Das hebt sich für mich nicht wirklich von den Intros ab, die man sich jetzt um ein paar Euro im Internet kaufen kann. Das ist jetzt das Problem. Also eins von diesen Dubstep-Intros. Ja, so ein bisschen genau so sehen die jetzt auch aus. Also auf den ersten Blick. Es kann schon sein, dass die viel Arbeit gekostet haben und... Boah, mein Fall wäre das auch nicht. Aber das, nee, es ist leider... Wenn man hier ein bisschen was Personalisierteres nehmen könnte, wäre es schon cool, aber... womit hast du eigentlich das Video gemacht, Purple, mit das vor ja, Project Unstable 5? Mit Cinema 4D. Cinema 4D. Habe ich ein Wochenende für gebraucht. Ein Wochenende für die paar Sekunden? Mhm. Echt? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Allein das Rendern hat ja ewig gedauert. Weil das, ich glaube, das ganze Video, was hat das gerendert? 5, 6 Stunden oder so? Echt? So lange? Für die 10 Sekunden. Selbst gemacht, aber viel Arbeit. Ja, das ist halt 3D-Animation. Ja, na, sieht aber auch geil aus. Also, ja. Die meiste Arbeit halt an sowas ist, was ich jetzt gemacht habe, ist halt die Bewegungen natürlich darzustellen. Ja. Weil du musst ja wirklich Key für Key durchgehen und die Figur bewegen. Das ist halt die meiste Arbeit. Ach, scheiße, jetzt habe ich hier wieder vergessen, meinen zu reparieren. Also, hört sich auch falsch an. Da gehst du, was gehst du da Bild für Bild durch? Nee, oder? Na, schon teilweise. Ja, Bild für Bild ist nicht natürlich. Jetzt, also nicht jetzt Frame für Frame, sondern so. Alle paar Frames halt mal, geht man so durch und setzt weiter, weil die Figur bewegt sich ja, wenn du an Stelle A und B halt jeweils einen Keyframe setzt, bewegt sich die Figur ja da über den Zeitraum. Okay. Dann musst du halt nur schauen, dass diese Punkte halt möglichst smooth ablaufen. Okay. Und das ist halt sehr aufwendig. Also ich merke gerade, Leute, Sand haben wir dann genug. Deswegen, ich wollte eigentlich noch ein Outro machen und irgendwelche einblenden und dann, nachdem ich das Intro gemacht habe, ne. So viel Arbeit für 10 Sekunden. Nee. Ist aber cool, ist aber echt cool. Genau. Ja, also ich bin sehr glücklich damit, wie es ist, aber mehr brauche ich dann auch nicht. Und ich glaube, bevor ich jetzt hier lang weiter terraforme den Berg, den will ich sowieso nicht weg haben und hier kann man schon wieder was bauen. Das heißt, da hinten machen wir dann irgendein anderes Mal weiter, aber nicht unbedingt jetzt. Ach Gott, es gibt den Scheiß auch noch. Naja, das ist es. Ich will ja nicht noch so ein Intro, wie ich es jetzt schon habe von mir, weil die... Das ist eben genauso ein gekauftes ich habe keine Ahnung, in HD hat das glaube ich 5 Euro gekostet oder so. Aber genau das ist ja das, was ich nicht mehr haben will. Also wenn, dann sollte es was ganz was anderes sein, was am besten was zu mir oder zu meinem Kanal passen würde, nur das ist halt auch nicht unbedingt einfach. Ich würde viel eher einen suchen, der mir ein vernünftiges... einen vernünftigen, wie heißt das obenrum? Hm? Das bei YouTube ein Banner. Banner. Kann man einen vernünftigen Banner machen könnte. Meins das, wolltest du ja nicht. Was heißt, deins wollte ich ja nicht. Ich hab deins gemacht und das wolltest du nicht. Das fand ich was? So ein Blödsinn. Ja. Du hast mir eins gemacht für meinen Zweit-Channel, den ich ja jetzt... Nein. Doch, hast du? Und ja, das weiß ich, das ist dein Hobby. Aber ich hab dir auch einen für deinen Hauptkanal gemacht und den wolltest du nicht. Nee, das hast du mir nie geschickt. Doch. Nee. Kann man noch ganz genau dran erinnern. Ne. Das war dir mit den Farben, war dir das nicht so. Im Stream. Was? So ein Blödsinn. Ja. So ein Blödsinn. Ist so. Das Design habe ich sogar noch irgendwo auf einem Ordner hier rumfliegen. Ach Gott, jetzt kommt auch noch das Flip hier rein, wie so schön neid. Nein. Hallo Flip. Hallo Flip. Wie nehmen wir den? Ja, läuft. Läuft immer. Und bei dir?
Okay, lass mal das. Ja, hast du was gesagt? Nee, passt alles, Flip. Sorry, ich habe gerade ein Video angemacht auf Twitter, das sehr laut war. Ich habe sonst nichts gehört. Du hast sonst nichts gehört.